Mahlzeit. Ja, heute gibt es mal wieder ein Testvideo, aber nicht nur Test, sondern ein bisschen Vergleich und auch Alternativlösung. Ich finde ja so Tools und Equipmentteile finde ich total super, ne? Habe ich total gerne und ich habe auch ganz gerne viele von diesen Dingern. Aber ich habe mich im Nachhinein schon oft gefragt, brauchst du das überhaupt? Eigentlich habe ich viele Dinge nur, um sie zu haben. Und ich glaube, am Ende ist es so, dass es bei den beiden Teilen, die in dem Karton sind, auch so sein wird. Aber gucken wir mal rein. Also mit dem Paket kommt immer hier so ein kleines Faltblatt, wo dann man sich angucken kann, was sie noch alles so für tolle Sachen haben. Das brauchen wir mal nicht. Ich habe mir bestellt einmal hier das Tent Hook Set. Kostet irgendwas knapp 15 Euro. Und hier sind jetzt zwei so Schlaufen, Haken dabei. Einmal mit einem offenen Haken, aber mit einem D-Ring. Und das sind hier so, naja, Schlaufen eben. Als zweites habe ich mir noch bestellt so ein Kederhaken-Set oder Kederhakenteil. Das ist hier einmal, um es in die Kederschiene oder Kederleiste vom Vorzelt, vom Dachzelt oder von der Markise einzuziehen und hier unten auch drei so Haken dran. Das kostet knapp 20 Euro. Und ja, dann gehen wir jetzt mal zum Auto. Ich fahre die Markise aus und gucke mal an, was das und die Teile so können. Bis gleich. Okay, wir sind jetzt hier draußen an der Markise. Das ist hier so eine Wohnmobil- oder Wohnwagenmarkise, eine Firma F80S. Und hier habe ich diesen Zelthaken. Ja, mit einem Haken unten dran. Ne? Und das ist hier so eine Schlaufe. Die kann man jetzt hier aufmachen. Dann ziehe ich die hier durch. So. Und dann ist das fest. Ja? Jetzt habe ich hier so einen Haken unten dran und nehme hier mal meine Lampe. Die hat hier oben so einen Bügel und könnte die theoretisch hier einhaken, passt aber gar nicht. So, also muss ich hier noch einen zusätzlichen Karabiner nehmen, den ich hier einhake und dann funktioniert das. Also ich habe hierfür, das ist ein Zweier-Set, dieses Teil hier, ne? Für 14 Euro zwei solche Teile, wo ich nochmal einen zusätzlichen Karabiner brauche, weil die Öffnung hier oben total, also so schmal ist, dass dieser Haken von so einer Lampe hier nicht durchpasst. So, gibt es da jetzt eine einfache oder günstigere Lösung für? Ja, gibt es. Und zwar das hier. Das ist eine Schlaufe aus einer Schnur. Ja, einfach die Enden zusammengeknotet, mehr ist es nicht. Und das ziehe ich einfach hier durch und kann jetzt hier wieder meine Lampe nehmen, anhängen, fertig. Ja, kostet ein paar Cent diese Lösung. Also, ich würde mal sagen, das hier ist als Lösung, um an so einer Stange hier, an einer Markisenstange oder an einer Zeltstange eine Lampe anzumachen, eine einfache, super günstige Lösung im Vergleich zu dem hier. So, für den nächsten Teil, das ist hier dieses Keder-Hook-Set. Genau die gleichen Haken hier unten wieder dran, wie an dem an diesem Haken-Set hier für die Stange. Und hier hat man jetzt aber oben so ein Keder, genau. Und das soll dafür sein, dass man das an einem Dachzelt oder an der Markise einfach in diese Kederschiene einzieht. Ich muss dafür jetzt einmal ein bisschen umbauen, also die Kamera an eine andere Stelle stellen, um die Kederschiene sehen zu können. So, da ist sie jetzt, die Kederschiene. Hier ist dieses Kederhaken-Set und wie man sieht, passt das hier gar nicht rein, weil
das Teil einfach viel dicker ist. Ja, das sind hier 8 mm und es gibt es nur in der Größe. Und das hier ist so 6 mm ungefähr. Also, das passt nicht. 20 Euro für nix. Kann man hier gar nicht einziehen in eine Markise. Und ich weiß es nicht genau, ne? Aber ich meine nicht, dass ich andere Markisen gesehen habe, die hier einen größeren Keder haben. Und ich habe drei solcher Kederschienen hier dran und es passt in keine. Gibt es dazu eine günstigere Alternative? Ja, gibt es. Und zwar sowas hier. Das ist jetzt hier so ein Kederband. Das kann man lose kaufen als Meterware. Kostet ungefähr 5 Euro der Meter. Und das kann ich einfach so ohne Probleme hier einziehen. So, das kann ich mir so lang kaufen, wie meine Markise ist. Dann hätte ich über die gesamte Markisenlänge hier so ein Kederband. Was ist jetzt das Besondere daran? Naja, ich kann hier eben mit einem Locher einfach mal Löcher reinmachen, um hier zum Beispiel entweder wieder meine Lampe einzuhängen. Oder aber auch hier, ja, ganz einfach hier so ein Karabinerhaken mit einer Wäscheklammer. Da habe ich ein Loch reingebohrt und auch die kann man da anhängen. Ja, hier jetzt mal von ein bisschen weiter weg, ne? Also hier habe ich ganz einfach eine Möglichkeit, was zum Trocknen aufzuhängen oder die Lampe aufzuhängen. Ja? Ganz einfache Sache. Und hier habe ich sogar den Vorteil, also einmal habe ich hier für 5 Euro einen ganzen Meter. Und ich habe hier auch noch den Vorteil, dass ich, wenn ich jetzt hier ein Handtuch aufhänge, kann ich das über die ganze Länge anhängen, ohne dass ich die Haken zusammenziehe und das da nur noch als Knäuel hängt. Ja, also hier kann ich über die gesamte Länge was dran machen. Kederband, 5 Euro ungefähr der Meter. Da muss man darauf achten, dass man hier den richtigen Durchmesser nimmt. Die gibt es auch in verschiedenen. Aber ich verlinke das alles unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr da ähnliche Erfahrungen mit solchen teuren, fertigen Teilen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Oder ob ihr das gut oder schlecht findet, schreibt es gerne da rein. Also wie ihr seht, es muss nicht immer hier das teure Equipment sein. Es geht auch hier ganz einfach mit so eben so einem einfachen Kederband oder ein Stück Schnur, 20 cm, die man zu der Schlaufe knotet. Und auch damit hat man wunderbar eine Aufhängungsmöglichkeit, um an einer Zeltstange eine Lampe oder sonst was festzumachen. Funktioniert genauso gut. Wahrscheinlich ist es auf Dauer sogar noch einfacher als das hier. Das wird hier wahrscheinlich am Ende irgendwann mal ausfransen und nicht mehr so einfach hier durchzuziehen sein. Ja, also nette Teile, aber ob man es braucht, das weiß man nicht. Ansonsten danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.